Wir sind jetzt hier im Zelt von der Familie, also die Mutter mit drei kleinen Kindern. Es ist schrecklich kalt und die Heizung hier funktioniert nicht. Und jetzt ist ein bisschen erschreckend, das Ganze. Die Familie lebt in sehr, sehr armen Umständen. Also es ist echt zum Schreien, wenn man sowas sieht, vor allem die kleinen Kinder. أول شيء مضايقنا إنه قاعدين بخيمة وتعودنا إنه ببيت. كنا قاعدين بسوريا ببيت. اليوم بفي بشغل الصوبيا. بلبس أغراضي، بشرب متي، بقوم على الشغل. لأنه أنا كبير وبس أصير أشتغل وأقدم لعائلتي، وبس نكبر ونرجع على سوريا أفتح محل وأنا وأخواتي نتساعد. Ja, ich bin jetzt hier in der Autowerkstatt und die Kinder arbeiten als Automechaniker. Ich habe mir das auch ein bisschen anders vorgestellt. Ich dachte, sie helfen nur ein bisschen aus. Aber die arbeiten ja voll als Mechaniker und das ist so schlimm zu sehen. Die kleinen Kinderhände voll Öl und die liegen hier auf dem Boden. Es ist eiskalt hier. Man hört immer so viel von der Kinderarbeit, man weiß, dass es sie gibt, aber wenn man das so hautnah erlebt und die Kinder so sieht in diesem Zustand, in dem ganzen Dreck, und mir einfach im Herzen weh, weil Kinder sollten nicht so aufwachsen, kein Kind auf der Welt. Ich sehe viele Kinder auch auf der Straße, die putzen die Autos, die Scheiben, verlangen Geld dafür. Und hier überall in den Werkstätten arbeiten Kinder, das ist mir aufgefallen. Und richtig kleine Kinder, also 10- bis 12-jährige Kinder arbeiten hier. Ja. Also es ist total üblich. بطلت وجيت عم اشتغل لأنا أقدم لأمي. إذا حدا عم يقدم لأمي مصروف وهذا برجع أنا على المدرسة وبرجع أنا وأخواتي، بس بدي حدا يعطي لأمي مصاري ويقدم لنا إحنا.
ich mir, dass sie erstmal gut versorgt sind, medizinisch, mit Lebensmitteln, mit Kleidern, weil die laufen auch barfuß die ganze Zeit hier herum. Und auch Schule. Also ich finde es ganz, ganz wichtig, dass sie auch in die Schule kommen. Das ist so mein Wunsch.